Macht uns das digitale Bezahlen komplett gläsern? Viele Kunden nehmen es schon heute hin. Sie nutzen Kundenbindungs- und Rabattprogramme wie Payback. Und vielleicht ohne zu wissen, dass diese Daten gespeichert werden. Noch haben wir die Wahl, ob wir bar bezahlen oder anders. Und in Zukunft? Würde ich beim Zeitungskauf per Karte dann meine Gesinnung verraten, ob ich rechts oder links bin? Es gibt einen Ausweg. Digitales Bezahlen ohne Überwachung ist möglich. Ich bin nach Hannover gefahren. Sie soll die Hauptstadt der Digitalwährung Bitcoin werden. Bislang wurde Bitcoin mit Kriminellen aus dem Darknet in Verbindung gebracht. Hier nehmen bereits 50 Ladenlokale Bitcoin an. Europäischer Rekord. Ich treffe die Initiatoren, das Startup-Unternehmen Pay. Wenn man mit Karten zahlt, gibt es dort überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu schützen und auch anonym zu bleiben. Das ist in einem System im Grunde eingebaut. Das ist das Design von Bankensystemen, dass die Leute nicht anonym bleiben. Der Unterschied bei Bitcoin ist, dass man sich frei macht von dieser ganzen Institution, die daran Geld verdienen wollen, und man gewinnt im Grunde zurück die Kontrolle über das eigene Geld. Bitcoin ist nicht nur eine digitale Bezahlform, sondern es ist eine der ersten sogenannten Kryptowährungen. Im Grunde ist es sowas wie digitales Gold. Das ist das Revolutionäre. Bitcoin tritt an die Stelle von Geld. Nicht nur das Bezahlen wird digital, sondern Geld selbst, so wie wir es kennen, wird durch Bits und Bytes ersetzt. Bitcoin trägt man bei sich wie in einem Portemonnaie. Zunächst brauche ich ein Wallet, eine digitale Geldbörse. Die gibt es per App. Bitcoins kann man an verschiedenen Börsen im Internet kaufen. Bei Pay in Hannover ist es einfacher. An einem Automaten kann ich direkt Bargeld in Bitcoins verwandeln. Das einzige Problem, noch schwankt der Kurs zum Euro ziemlich stark. Der erste Selbstversuch in einem Café. Zwei Espressi an der Bar. Der Kaffeebesitzer akzeptiert Bitcoin und ein Bitcoin-Dienstleister garantiert, dass er den fixen Eurobetrag dafür bekommt. Hier in Hannover bemühen wir uns schon seit ungefähr ein Jahr, eine Art Sandbox für uns zu schaffen, wo wir auch im Grunde einen Blick in die Zukunft werfen können, indem wir die Akzeptanz hier in der Stadt so stark erhöhen, dass es nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen anderen Orten auf der Welt. Noch ist es ein Laborversuch, vor allem für Idealisten. Denn man kommt auch ohne Bitcoin durchs Leben. Vielleicht sollte man Bitcoin deshalb eher als Konzept betrachten, als Versuch, die Zukunft des Bezahlens völlig neu zu denken. Losgelöst von allen Strukturen, die uns bislang vertraut sind. Hinter Bitcoin steht kein Staat. Die Digitalwährung reguliert sich selbst. Man braucht auch keine Banken für Transaktionen. Immer dann, wenn Bitcoins über das Internet den Besitzer wechseln, wird dies automatisch wie in einem Kassenbuch eingetragen. Ausgang und Eingang. Weltweit vernetzte Rechner bestätigen jede verschlüsselte Transaktion. Manipulationen sind ausgeschlossen. Auch anonyme Personen können sich vertrauen, denn das digitale Kassenbuch wird wie in einer Kette fortgeschrieben. Das ist die Software hinter Bitcoin, die Blockchain. Bei Pay in Hannover hat man das Potenzial dieser Technologie erkannt. Die Gründer denken, dass Bitcoin nur eine mögliche Anwendung sein könnte. Obwohl wir Bargeld nicht unbedingt hassen, wir wissen, dass es verschwinden wird. Und dass es egal, was die Politik macht, und es ist egal, was die Konsumenten wollen, weil es nicht das beste Austauschmittel ist. Man kann Transaktionen machen, wo wir mit relativ einfachen Tools und ohne uns zu kennen und uns zu vertrauen gewährleisten können, dass wir beide mit der Transaktion glücklich sind. Genauso wie wenn man einen Geldschein drüber reicht. Wie radikal sich die Zukunft des Bezahlens wandelt, lässt sich in London deutlich spüren. Vor allem im Alltag. Die Fahrt mit der U-Bahn zahlt man im Vorbeigehen berührungslos. Ich mache mich auf den Weg zu einem Inkubator, einer Ideenfabrik, in der mehrere kleine Startups unter einem Dach an einer Idee arbeiten.
vor allem an Bitcoin und Blockchain. Die gesamte Finanzbranche ist in Aufruhr, denn alle hier wissen, dass Blockchain alles verändern könnte. Mittendrin die Newcomer. Level 39 heißt der Laborraum, in dem junge Firmen die neuen Finanztechnologien erforschen, sogenannte Fintechs. Erik van der Kley hat für diese Start-ups Risikokapital einzelner Finanziers besorgt. Dass Bitcoin einst eine Anarcho-Währung war, stört hier niemand. Neue Technologien sowie Bitcoin und Blockchain kann man mit den ersten Tauschsystemen für Musik vergleichen, so wie Napster. Napster war zwar illegal, denn es hat alle Copyright-Gesetze verletzt, aber Napster hat trotzdem fantastische Pionierarbeit geleistet. Daraus sind verblüffende Plattformen sowie iTunes und Spotify entstanden. Wie wir heute Musik teilen, hat sich vollkommen gewandelt. Ich erwarte das Gleiche von Blockchain. Bitcoin und Blockchain werden Teile unseres Alltags werden, eine bessere Art, Werte und Kapital zu transferieren. Die Blockchain-Technologie schafft vor allem eines. Personen, die sich zuvor nicht kannten, können einander in Finanzgeschäften vertrauen. Denn jede digitale Transaktion wird im virtuellen Kassenbuch vermerkt. Für alle Zeiten. What it allows us is the promise of truth. Es erlaubt uns, Versprechen abzugeben, die eingehalten werden. Denn Blockchain ist unveränderbar. Eine solche Technologie hat es zuvor nicht gegeben. Das Potenzial ist riesig. Erst vor kurzem haben sich 22 internationale Banken zusammengeschlossen, um Blockchain zu nutzen. Sie hoffen dadurch, jährlich bis zu 18 Milliarden Euro an Infrastrukturkosten einzusparen. Wir haben keine Zweifel, dass es sich um die wichtigste Technologie der letzten 25 Jahre handelt. So wie das Internet und das Mobiltelefon. Ich prophezeie, dass es in 5 Jahren keine Firma geben wird, die keine Blockchain-Strategie im Finanzsektor verfolgt. Blockchain, die Software hinter der digitalen Anarcho-Währung, ist dabei, die traditionelle Arbeitsweise der Banken aus den Angeln zu heben. Noch schauen die Start-up-Unternehmer auf die Gebäude der Großbanken. Werden sie sie mit ihren Ideen eines Tages ersetzen können? Und wenn sich die Art und Weise, wie wir in Zukunft bezahlen werden, weiterhin so radikal ändert, wird dann eines Tages auch das Bargeld verschwinden? Ganz von selbst? In Schweden ist man auf dem Weg dahin und an manchen Orten auch schon angekommen. Eine Bowlingbahn in Landskrona. Sie wird in die Geschichte eingehen, denn dies ist der erste Ort in Schweden, an dem das Bargeld konsequent abgeschafft wurde. Seit 2010 werden nur noch Zahlungen per Karte akzeptiert. Jedes Mal, wenn wir die Abrechnung gemacht haben, hatten wir ein Minus. Außerdem brauchten wir viel Zeit, um das Geld zu zählen. Deshalb habe ich gedacht, wir sollten es einfach komplett bargeldlos probieren. Wir haben es 6 Monate getestet und dann gesagt, komm, das machen wir. Bargeld verboten. Noch gilt das nur hier. Aber schon bald könnte ganz Schweden als erstes Land Bye-bye Bargeld sagen. Sicher scheint, es sind keine dunklen Mächte, die hier an der Abschaffung des Bargeldes arbeiten. Wie überall entscheiden allein die Bürger darüber, wie sie in Zukunft bezahlen wollen. Wahrscheinlich wird das Smartphone eines Tages zur Geldbörse. Dann sollten wir aufpassen, dass der Akku nie leer wird und wir immer eine Internetverbindung haben. Thank you.